Hallo Freunde, und der Manu ist wieder am Start. Heute Teil 2 meiner Trödelmarkt-Mission, sage ich einfach mal. Habe ich, wie im letzten Video schon erwähnt, ein paar Autos gekauft und zeige euch jetzt wieder ein paar von meinen Errungenschaften. Oder wie kann man es sagen? Ah, egal. Zeige ich einfach die nächsten 10 Autos. Teil 2 der Flohmarkt-Tour kann beginnen. Viel Spaß! Ja, da haben wir hier von Majorette oder Majorette, wie man es auch immer sagen möchte, einen Lamborghini. Den habe ich schon in meiner Sammlung. Aber ist egal, Lamborghini von Majorette geht immer. Und vor allen Dingen, weil er hat Breitreifen. Breitreifen von Majorette sind eigentlich immer geil. Ja. Und zwar dieser schöne Diabolo. Die Lackierung ist natürlich mega geil. Ja, und sowas will man natürlich ungern zerstören. Die schönen 80er Jahre. Nigrin 36 Dunlop steht drauf. Und steht da oben. Avor BP. Ja, ist ja auch egal, was drauf steht. Ja, wie man hier sehen kann. Majorette da. Schon was älter, Made in France, ja, wie man ja auch erkennen kann, Federung hat er noch. Ja, dann geht es weiter mit einem Ford Pistenpopper oder wie der heißt, Pistenpopper, ja, von Lesney Rollmatics. Ich weiß nicht, jetzt sehe ich es gerade, da bewegt sich man. Vorne, ich zeige euch erstmal das Auto. Ne? Schön Mustang, der musste natürlich mit, ganz klar. Ne? Rollmatics, und hier sieht man auch, seht ihr das? Der Motor, wie der sich bewegt, wenn man vorne dreht. Hier, ich drehe an den Rädern. Da, man erkennt es ganz leicht im Motorraum vorne hier. Da, seht ihr das? Wartet, da. Die Zylinder auf und ab oder wie auch immer. Ja, schick blau, innen drin natürlich gelbe Scheiben. Ja, und gelbes Interieur, also wie es aussieht. Aber egal, früher war es halt so bei den Spielzeugautos. So, dann kommen wir jetzt hier mal zu einem Hot Wheels. Ich finde immer noch, das ist eins der coolsten Ford-Modelle, die je gebaut wurden. Mir gefällt er. Man kann, wenn man den umbaut, schön sowas von Mad Max mäßig oder Future-mäßiges, zum Beispiel wie hier ein Future-mäßiges Polizeifahrzeug oder irgendwas von Mad Max, oben so ein Geschützturm oder sowas drauf machen oder. Dafür sind die Dinger gut. Ich finde den aber auch mega geil. Ford GT90. Ne? Finde ich ein mega cooles Auto. Da habe ich nicht nur diesen gefunden, diesen Police, sondern auch, ich bin mal beiseite, diesen hier. Diesen gelben, also auch immer, den habe ich auch noch nie gesehen vorher. Dieser grantige alte Mann hatte den natürlich. Kann man hier irgendwas aufmachen? Nö. Kann man nicht aufmachen. Sah nur so aus, als würde man hinten aufmachen können. Ja, wie gesagt, ich finde das GT90 Modell einfach nur cool. Ja, eines der schönsten GT Modelle meines Erachtens, finde ich. Also ich finde es mega geil. Geschmäcker sind ja verschieden, ne? So, dann haben wir hier einen China Cracker, wie wir immer so schön sagen in unserer Sammelgemeinschaft. Ja, das Armaturenbrett ist natürlich ein bisschen, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, aber ziemlich im Fußraum liegt das Lenkrad. Aber ist nicht so schlimm, kann man ja aufbohren, kann man restaurieren. Ein Made in China Auto, ja, muss man nicht erklären, was es für ein Auto ist. Ist ein Pontiac Trans Am oder Firebird oder wie auch immer, ne, wo eher ein Firebird geht in die Richtung Knight Rider oder auch ein ausgekochtes Schlitzohr, also Bandit, ne. Ja, der musste auf jeden Fall mit. Ich finde ihn cool, da kann man was draus machen. Ja, dann haben wir noch ein China Modell
von einer, nee, ist gar kein doch China-Modell, ist ein Valley-Modell, eine Corvette made in China. Ja, da habe ich letztens auf dem Trödelmarkt die blaue Version gefunden von, ohne A-Säulen natürlich, aber das Geile ist, man kann hier die Türen aufmachen. Autos, wo man die Türen aufmachen kann, ist immer gut. Egal, ob ein teures Hot Wheels, Matchbox oder ein China-Modell, Hauptsache die Türen gehen auf. Das macht das Auto gleich interessanter, finde ich. Ja, die Farbe ist auch geil. Rot mit dem gelben V. Ja, wenn man so sehen möchte, sieht aus wie ein V. Ist natürlich eine coole Farbgebung. Erinnert ziemlich cool an die 80er Jahre. Wie man sieht, Federung ist gegeben. Ja, dann haben wir hier noch ein China-Modell. Das ist jetzt wirklich ein China-Modell. Von einem Schweden-Bomber. Volvo. Rechtslenker. Ja, wie man sieht, Rechtslenker. Warum auch immer, ist auch egal. Ja, Volvo. Cooles Modell. Musste natürlich mit, weil Volvo geht natürlich immer. Ne? Volvo ist auch immer gut. So, dann haben wir hier nochmal ein China-Modell. Nee, diesmal ist sogar made in Hongkong. Wobei Hongkong, ist das nicht China? Na, ist auch egal. Ein Chevrolet Pickup. Den fand ich auch cool, den musste ich unbedingt mitnehmen. Ja, da steht Kosmos auf der Motorhaube, genau wie an der Seite. Kosmos. Ja, keine Ahnung, wieso da Kosmos draufsteht. Deswegen fand ich es auch so interessant, durch die Lackierung und den Aufkleber vorne drauf. Ist das überhaupt ein Aufkleber? Ist auch egal. Finde ich irgendwie cool. Hat was aus den 80ern. So, dann kommen wir hier zu einem Matchbox aus der Rollmatic-Serie. Aber was es genau ist, kann ich jetzt schlecht erkennen. Ist ja auch egal. Der eine oder andere weiß es bestimmt. Hier. Sollte normalerweise, wenn er fährt, hinten der Auspuff wackeln. Ist aber nicht. Scheint was kaputt zu sein. Aber dafür kann man hier schon aufklappen und sich reinsetzen, zuklappen, losdüsen. Ich glaube, so ein Modell habe ich schon entlackt und versuche es neu zu lackieren. Ich glaube zumindest. Ansonsten wird das Modell von mir mal geguckt, ob es zu reparieren ist. Vielleicht ist hier hinten noch was weggebrochen oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall musste ich mitnehmen. Und jetzt das letzte Modell, kommen wir zu einem Hot Wheels, zu einem Chevy Stocker heißt er. Und zwar dieses Modell, ja, ist jetzt nichts Besonderes, Metallboden, Plastikkarosserie vor allem, schwarze Scheiben, das heißt, da wird nichts drin sein, ist ja auch egal. Habe ich trotzdem mal mitgenommen. Fand ich irgendwie interessant. Auch die Räder. Ja, die Räder sind auch cool. Ja, fand ich irgendwie interessant. Mit der Nummer 5. Ja, kommt wahrscheinlich so in meine Sammelvitrine. Oder vielleicht getauscht. Mal gucken. Ja, ein paar Modelle werde ich wahrscheinlich tauschen von denen, die ich heute bekommen habe. Und ja. Das soll es dann auch schon wieder gewesen sein von dem Video. Die nächsten 10 Autos und sind auf jeden Fall noch eine Menge Autos da. Dann würde ich jetzt mal sagen, danke fürs Zugucken und macht es gut. Euer Manu. Ciao.